Hi Leute, und ja, es stimmt, McDonald's wurde wirklich gehackt. Und das von dem YouTuber Garkulum und einem Kumpel von ihm. Und zwar hatten sie die Möglichkeit gehabt, Gutscheincodes im Unendlichen zu erstellen. Das heißt, sie konnten einfach alles kostenlos bekommen. Sie sind sogar dadurch auf die Startseite der Vice gekommen und die wiederum haben den Artikel sogar auf Instagram gesponsert. Also ich finde es schon krass, was für eine Resonanz das bekommen hat. Umso trauriger ist es, wie McDonald's darauf reagiert hat. Nämlich erstmal gar nicht. Als erstes hieß es, es würde keine Sicherheitslücke geben, obwohl es eine gab. Und danach hat es über einen Monat gedauert, bis sie endlich mal die Sicherheitslücke behoben haben. Für McDonald's war es irrelevant, denn diese Lücke konnten nur Leute auch wirklich machen, die davon ein wenig Ahnung hatten. Das heißt, sie dachten so, ja, wenn da ein paar das machen, ist es doch nicht schlimm, die paar tausend Euro Verluste nehmen wir halt in Kauf. Aber hätten zum Beispiel die zwei Hacker es ausgenutzt, eine öffentliche Seite erstellt, wo man sich diese Gutscheincodes generieren konnte, dann hätte das jeder Laie machen können. Und dann hätten die nicht ein paar tausend Euro Verluste gemacht, sondern ein paar Millionen bis vielleicht sogar Milliarden. Da ist es traurige, dass so eine große Firma nicht mehr so weit denkt. Deswegen Leute, auch wenn ihr schon eine große Firma seid, nehmt sowas immer ernst. Auch wenn es theoretisch eine kleine Sicherheitslücke ist, nehmt es ernst und behebt es so schnell wie möglich. Wenn schon ein Hacker euch nicht attackiert, sondern im Guten zu euch kommt und euch helfen will, dann respektiert ihn wenigstens und gibt ihm auch eine Belohnung. Die großen Firmen machen das leider heutzutage so, sie verklagen die Leute einfach direkt und das ist einfach nur erbärmlich.